Beispiele für Probleme des Information Retrievals. Ihre Aufgabe ist, alles zu lernen, was es über das Information Retrieval zu lernen gibt. Was ist eine einfache Suchanfrage, die man in diesem Zusammenhang stellen könnte? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie für sich eine Antwort gefunden haben. Eine vernünftige Annahme ist, dass Dokumente, die sich mit dem Information Retrieval befassen, zumindest die Wörter Information und Retrieval beinhalten müssten. Hier die Suchergebnisse der Suchmaschinen Google und Bing für die entsprechende Anfrage. Mit dieser Anfrage behandeln wir die Suchmaschine im Prinzip wie Datenbanken, an die wir die Anfrage stellen, alle Dokumente zu liefern, die das Wort Information und das Wort Retrieval enthalten. Lassen Sie uns die Suchergebnisse beider Suchmaschinen genauer betrachten. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Suchergebnis von Google. Was fällt Ihnen an diesem Suchergebnis auf? Ist es ein gutes Suchergebnis oder nicht? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie für sich eine Antwort gefunden haben. Obwohl wir alle jeden Tag Dutzende Websuchen durchführen, ist die Mehrheit der Nutzer es nicht gewohnt, die Qualität eines Suchergebnisses einzuschätzen. Wie oft haben Sie bewusst die Güte eines Suchergebnisses wahrgenommen, egal ob besonders gut oder besonders schlecht? Oft nehmen die Nutzer einfach hin, was die Suchmaschine ihnen zurückliefert. Ein genauerer Blick auf das Suchergebnis von Google zeigt, dass die Ergebnisse 2, 3, 4 und 6 auf Seiten derselben Domäne zeigen. Es handelt sich dabei quasi um verschiedene Seiten, die aber alle exakt dasselbe Buch betreffen, nämlich das Lehrbuch Introduction to Information Retrieval von Manning, Raghavan und Schütze. Suchergebnis 5 ist die dazugehörige Vorlesung der Uni Stanford, wo Christopher Manning lehrt. Das Suchergebnis ist damit sehr einseitig. Neben Wikipedia und dem Information Retrieval Journal von Springer erhält der Suchende quasi nur ein weiteres Ergebnis. Unter Berücksichtigung der Offenheit der Suchanfrage und unserem Wunsch, möglichst viel über Information Retrieval zu lernen, wäre ein besseres Suchergebnis eins mit mehr Diversität in der Art der Ergebnisse. Dazu ein Disclaimer. Es sei angemerkt, dass diese Ergebnisse genau so von Google im März 2017 zurückgeliefert wurden. Es wurde Sorge getragen, dass keine Personalisierung der Suchergebnisse möglich war, indem per Tor auf Google zugegriffen wurde und der Tor-Endpoint in den USA lokalisiert war. Das heutige Ergebnis von Google hat sich deutlich verändert. Vergleichen Sie es mal mit dem damaligen. Betrachten Sie nun das Ergebnis von Bing. Was fällt Ihnen an diesem Suchergebnis auf? Pausieren Sie auch hier die Wiedergabe, bis Sie für sich eine Antwort gefunden haben. Ähnlich wie Google liefert auch Bing zuerst den Wikipedia-Artikel zu Information Retrieval aus. Bei Fragen nach bekannten Konzepten ist es sehr häufig der Fall, dass Wikipedia zu oberst gerankt wird. Ebenfalls ähnlich ist, dass auch Bing dreimal auf die Webseiten des oben genannten Buchs verweist, im Ergebnis 2, 5 und 6. Bing liefert aber eine weitere Art von Ergebnis, nämlich Definitionen des Konzepts Information Retrieval auf drei verschiedenen Dictionary-Seiten. Letztlich muss hier also auch dieselbe Kritik der Einseitigkeit angebracht werden, wie bei Googles Ergebnis. Warum benötigt ein Nutzer 4 Seiten, wenn man Wikipedia mitzählt, auf denen das gesuchte Konzept definiert wird? Eine Definition, und zwar die beste der 4, hätte genügt. Es wäre dann genug Platz für andere Ergebnisse von Interesse gewesen, die hier nur weiter unten im Suchergebnis auftauchen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das 6. Ergebnis. Hier ist der kurze Ausschnitt der Webseite unbrauchbar. Er besteht einfach aus der dreimaligen Wiederholung der Phrase Introduction to Information Retrieval, was so in den Headern jeder Seite des verlinkten PDF-Dokuments steht, aber dem Suchenden nicht wirklich weiterhilft. Lassen Sie uns zuletzt noch auf die Zahl der Suchergebnisse schauen. Zunächst fällt auf, dass beide Suchmaschinen Millionen von Dokumenten finden. Bing findet mit 67 Millionen eine bedeutend größere Anzahl als Google mit 15 Millionen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Bing viel mehr Dokumente indiziert hat als Google. Ist Bing deshalb besser als Google? Am Ende gleichen sich die Suchergebnisse ja. Man muss davor warnen, zu viel in diese Zahlen hineinzuinterpretieren.
Es handelt sich um grobe Schätzungen auf Basis einer partiellen Suche auf den indizierten Daten. Da Nutzer üblicherweise kaum mehr als die ersten paar Dokumente eines Suchergebnisses betrachten, genügt es, die Suche im Index auf eine Auswahl von zuvor als hochrangig identifizierten Domains einzuschränken. Auf Basis dieser Auswahl wird dann geschätzt, wie viele relevante Dokumente im gesamten Index vorhanden sind. Die von Google und Bing eingesetzten Schätzer sind nicht bekannt, sodass die Zahlen hier kaum vergleichbar sind. Des Weiteren sind die in der Literatur häufig geläufigen Schätzverfahren nicht sehr akkurat und überschätzen das Suchergebnis zuweilen drastisch. Die Diskrepanz der hier geschätzten Suchergebnisse kann von einer Reihe von Faktoren abhängen, insbesondere auch von der Tatsache, dass beide Suchmaschinen regelmäßig ihren Index aktualisieren und zum Beispiel von Spam und anderen unbrauchbaren Seiten bereinigen. Suchmaschinen haben schon lange aufgehört, damit zu werben, wie viele Dokumente sie insgesamt indiziert haben, um einen Wettstreit um den größten Index aus dem Weg zu gehen. Auch ist die Aufgabe, alles über das Information Retrieval zu lernen, hier vielleicht etwas zu ambitioniert, als dass eine einzige Suchanfrage das Problem lösen könnte. Die große Zahl der potenziellen Suchergebnisse wäre nicht in sinnvoller Zeit lesbar. Es braucht ein gutes Buch, und das gefundene Buch ist schon mal ein guter Anfang. Und vielleicht ja auch diese Vorlesung. Fällt Ihnen ein Weg ein, wie man die Zahl der Suchergebnisse deutlich reduzieren könnte? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Eine einfache Möglichkeit, die Zahl der Suchergebnisse zu reduzieren, ist, die Anfrage in Anführungszeichen zu setzen. Damit verlangt man von der Suchmaschine nur die Dokumente, in denen die Phrase in genau dieser Reihenfolge auftaucht. Für die vorliegende Anfrage ergibt das auch Sinn, denn es wird kaum ein Dokument geben, das sich mit dem Information Retrieval befasst, in dem aber die beiden Wörter nicht ein einziges Mal in dieser Reihenfolge auftauchen. Interessanterweise wissen nur etwa 1% von allen Nutzern von Suchmaschinen, dass es diese Möglichkeit gibt. Insgesamt hinterlassen die hier vorgestellten Ergebnisse vielleicht einen etwas schalen Beigeschmack. Funktioniert das Information Retrieval überhaupt, wenn die Suchergebnisse so schlecht sind? Unser Ziel ist aber nicht, Ihnen das Funktionieren von Suchmaschinen am Beispiel zu demonstrieren, sondern neben den verschiedenen Arten von Suchproblemen, die in der Praxis auftreten, auch ein paar Grenzen und Probleme zu zeigen. Der große Erfolg von Websuchmaschinen zeigt, dass Millionen einen großen Nutzen aus ihnen ziehen und daraufhin sind die Suchmaschinen auch optimiert. Einige der vorigen Bemerkungen sind in den Folien verschriftlicht, um den Stoff leichter nachvollziehbar zu machen. Ihre Aufgabe ist, eine Reise von San Francisco nach Paris zu planen. Wie würden Sie diese Aufgabe mit Hilfe einer Suchmaschine angehen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Für diese Reise benötigen Sie vor allem einen Flug und ein Hotel in Paris. Nach beidem können Sie suchen, hier am Beispiel von Bing für die Suche nach einem Flug und Yandex für die Suche nach einem Hotel. Die Nutzer und Nutzerinnen von Suchmaschinen verwenden oft informelle Sprache und Abkürzungen, um ihre Anfrage zu formulieren. Betrachten Sie das Suchergebnis von Bing für die Anfrage Flight SF Paris. Bing hat erkannt, dass der Nutzer Flüge sucht und blendet neben den Werbeergebnissen eine sogenannte Bannbox ein, in der man direkt nach die Flüge einstellen kann. Allerdings hat Bing die Anfrage falsch interpretiert und nicht San Francisco, sondern Chambéry als Abflughafen voreingestellt. Besser hätte es funktioniert, wenn der Nutzer das geläufigere Kürzel SFO des Flughafens San Francisco eingegeben hätte, das sich auch in der Alltagssprache durchgesetzt hat. Google hätte hier zumindest einen Korrekturvorschlag von SF zu SFO gemacht. Betrachten Sie nun das Ergebnis von Yandex für die Suche nach Paris Hilton. Der oder die Suchende hat offensichtlich ein bestimmtes Hotel in Paris im Sinn. Aber die Suchanfrage ist mehrdeutig, denn es gibt auch eine bekannte Persönlichkeit mit gleichem Namen, auf die sämtliche Suchergebnisse verweisen. Die einzige Ausnahme ist die Werbeanzeige ganz oben im Suchergebnis, die auf das gesuchte Hotel verweist. Es ist unüblich, dass bekannte Persönlichkeiten für sich selbst Werbung schalten, sodass Yandex dedizierte Suchmaschine für relevante Werbung zur Anfrage ausschließlich die für das Hotel finden konnte. Wenn man stattdessen nach Hilton Paris gesucht hätte, würde das Ergebnis ganz anders aussehen und viel mehr Inhalte in Bezug auf das Hotel beinhalten.
Von beiden Suchmaschinen werden nicht nur Textdokumente geliefert. Dies wird als universelle Suche, Englisch Universal Search, bezeichnet. Eine Suchmaschine soll für eine Anfrage relevante Ergebnisse liefern, egal welcher Art. Im Hintergrund laufen jedoch verschiedene Suchmaschinen, hier für Werbung, Textdokumente, Flüge und Bilder, deren Ergebnisse fusioniert und dann neu gerankt werden. Ihre Aufgabe ist, die Nachrichten des Tages herauszufinden. Wie kann Ihnen eine Suchmaschine dabei helfen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die etwas provokative Antwort auf diese Frage ist: gar nicht. Der Grund, warum Suchmaschinen hier nicht helfen können, ist, dass man nicht nach Dingen suchen kann, die man nicht zumindest schon teilweise kennt. Statt also nach spezifischen Nachrichten zu suchen, verwendet man eher Informationssysteme, die einen auf die eine oder andere Weise mit den aktuellen Nachrichten berieseln. Das sind Nachrichtenaggregatoren und soziale Netze, aber auch die Frontseiten von Nachrichtenverlagen. Erstere setzen Empfehlungssysteme ein, Englisch Recommender Systems, um ihre Nutzer und Nutzerinnen mit für sie interessanten Nachrichten zu versorgen. Letztere werden manuell gepflegt. Gerade bei Nachrichten spielt die Aktualität einer Nachricht eine Rolle für ihr Ranking, aber man kann auch nach bestimmten Themen suchen. Betrachten Sie die Ergebnisse von Google News. Hier gibt es eine Auffälligkeit im Vergleich zu den Ergebnissen herkömmlicher Suchmaschinen. Was fällt Ihnen auf? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Seit 2017 zeigt Google keine Preview-Snippets mehr an, also die kleinen Textausschnitte aus den Nachrichten, die als Vorschau dienen, um zu entscheiden, ob man klickt. Es werden nur noch die Headlines der Nachrichten angezeigt. Während Google eine bessere Usability des Dienstes claimt, fielen die Änderungen des Designs an Google News mit der Diskussion und der Verabschiedung des sogenannten Leistungsschutzrechts in der Europäischen Union zusammen. Das Leistungsschutzrecht gestattet Nachrichtenverlagen besondere Copyright-Rechte an den Inhalten ihrer Artikel. Während die Umsetzung in Deutschland es Google durchaus noch gestattet, zusammenfassende Snippets anzuzeigen, hat Google seinen News-Dienst in Spanien komplett einstellen müssen, da der Betrieb des Dienstes nicht mehr ohne Mehrkosten zu bewerkstelligen war. Soziale Netzwerke sind inzwischen eine der zentralen Nachrichtenquellen für viele geworden, darunter Twitter und allen voran Facebook. Die Empfehlungssysteme, die in sozialen Netzen eingesetzt werden, um den Strom an Nachrichten zu filtern und den Nutzern und Nutzerinnen personalisiert für sie interessante Nachrichten und Beiträge zu präsentieren, stehen seit Jahren im Verdacht, ein unausgeglichenes Bild der Welt zu zeichnen. Hier am Beispiel des Red vs. Blue Projekts des Wall Street Journal, bei dem versucht wurde, aufzuzeigen, wie unterschiedlich die angezeigte Berichterstattung sein kann, je nachdem, ob man eher liberale oder eher konservative Nachrichten konsumiert. Finden Sie eine Antwort auf die Frage: Können Kängurus höher als das Empire State Building springen? Überlegen Sie sich, wie Sie Suchmaschinen einsetzen können, um die Frage zu beantworten. Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Nutzer von Suchmaschinen suchen häufig nach Fakten. Suchmaschinen begegnen diesen Anfragen damit, dass zum Beispiel Faktenwissen aus Wissensbanken wie Wikidata entnommen oder direkt aus den Webseiten des Internets extrahiert wird. Um die Frage zu beantworten, müssen wir zunächst herausfinden, wie hoch Kängurus eigentlich springen können und dann, wie hoch das Empire State Building ist, um die beiden Fakten miteinander zu vergleichen. Google beantwortet die Frage, wie hoch Kängurus springen können, mit 30 Fuß. Ein Fuß sind etwa 30 cm. Kängurus können also rund 9 Meter hoch springen. Halten Sie das Ergebnis von Google für plausibel? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie sich eine Meinung gebildet haben. Suchmaschinen versuchen immer häufiger, an sie gerichtete Fragen direkt zu beantworten. Wenn die dafür zuständigen Algorithmen sich ihrer Antwort hinreichend sicher sind, wird die Darstellung des besten Suchergebnisses geändert, sodass die Antwort direkt ins Auge sticht und man nicht erst zur verlinkten Webseite surfen muss. In diesem Beispiel zeigt Google ein Ergebnis, das die Frage direkt beantwortet, entnommen vom Titel eines YouTube-Videos.
Ganz offensichtlich beantwortet der Titel des Videos die Frage, aber leider inkorrekt. Der Autor des Videos hat versehentlich die Sprunghöhe von Kängurus mit der Entfernung verwechselt, die ein Känguru mit einem Sprung zurücklegen kann. Das Ergebnis passt also semantisch, ist aber dennoch schlicht falsch. Das Beispiel zeigt, dass Suchmaschinenanbieter manchmal über das Ziel hinausschießen, denn die Art der Darstellung suggeriert, dass die Antwort nicht nur passt, sondern auch stimmt, wofür Google aber letztlich jede Verantwortung von sich weisen würde. Im gleichen Suchergebnis weiter unten gibt es widersprechende Angaben, insbesondere ein Ergebnis von nationalgeographic.com, bei dem in der Snippet-Vorschau klar gesagt wird, dass Kängurus nur 6 Fuß, also etwa 2 Meter hoch, springen können. Auch, dass Google eine Quelle wie YouTube als vertrauenswürdig genug einschätzt, um Faktenfragen zu beantworten, ist fragwürdig, da gerade YouTube keinen guten Ruf hat, was die Vermittlung von Wahrheit anbelangt. Mittlerweile hat Google hinzugelernt und den Fehler ausgebessert. Wolfram Alpha erlaubt es, Faktenwissen und einfache Berechnungen in Hochsprache anzufragen. Die Frage, wie hoch das Empire State Building in Fuß ist, beantwortet Wolfram Alpha mit 1250 Fuß und berechnet zur Kontextualisierung noch eine Reihe von Vergleichsgrößen. 1250 Fuß entspricht etwa 381 Metern. Demnach muss die Frage wohl mit Nein beantwortet werden. Kängurus können nicht höher als das Empire State Building springen. Aber warum geben wir nicht einfach die Ausgangsfrage direkt in eine Suchmaschine ein? Betrachten Sie das Ergebnis, das DuckDuckGo auf die Frage hinliefert, ob Kängurus höher als das Empire State Building springen können. Schon das zweite Ergebnis liefert eine ganz andere Antwort auf die Frage. Das Empire State Building kann nicht springen. Insgesamt ist die Suche nach gesicherten Fakten auch eine sichere Sache, solange die Quelle für die Fakten vertrauenswürdig ist. In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung zu Google und der direkten Beantwortung von Fragen. Googles Suchalgorithmus bzw. die dafür verwendete künstliche Intelligenz verfügt über kaum Allgemeinwissen. Die Frage, wie viele Beine ein Fisch hat, beantwortet Google ebenfalls direkt mit 4 Beine. Schon wieder ist die Quelle ein YouTube-Video. Genauer, der Beschreibungstext des Videos. Und schlimmer noch, die Quelle für die Antwort ist selbst als Frage formuliert. Es ist recht leicht, Google auf diese Weise in das Licht zu führen. Versuchen Sie es mal und lassen Sie uns wissen, was Sie für lustige oder entlarvende Entdeckungen gemacht haben. Ihre Aufgabe ist, einen Zaun zu bauen. Wie kann Ihnen eine Suchmaschine dabei helfen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Viele Nutzer und Nutzerinnen von Suchmaschinen haben komplexe Aufgaben, bei denen sie Anleitungen benötigen. Es gibt zahllose Textdokumente, die Anleitungen für alle möglichen Aufgaben enthalten, wie beim Suchergebnis der Forschungssuchmaschine Chanoa zu sehen. Aber gerade bei praktischen und handwerklichen Aufgaben ist eine Anleitung anhand eines Beispiels besonders hilfreich. Hier sind YouTube und andere Videoplattformen eine ausgezeichnete Quelle, was die besondere Relevanz der Suche in Multimedia-Inhalten unterstreicht. Die Nutzer und Nutzerinnen einer Suchmaschine suchen nach der Meinung anderer Leute. Das betrifft kontroverse Themen, zu denen sie sich eine Meinung bilden wollen, genauso wie Produkte, über die eine Kaufentscheidung getroffen werden soll. Betrachten Sie das Ergebnis von Google für die Anfrage Video Surveillance. Die meisten Ergebnisse, mit Ausnahme der Ergebnisse der Wikipedia und vielleicht einer oder zwei der Fragen in der OneBox People Also Ask, drehen sich um den Verkauf von Videoüberwachungstechnologie. Für die gestellte Aufgabe, ein Essay zum Thema Videoüberwachung zu schreiben, sind solche Suchergebnisse nahezu wertlos, da sie, wenn überhaupt, nur einseitig über die Möglichkeiten und Gefahren der Videoüberwachung informieren. Für Themen, zu denen es viele kommerzielle Anbieter gibt, ist es in offenen Websuchmaschinen schwierig, unabhängige Informationen zu finden, beziehungsweise Webshops und Produktwerbung auszublenden. Die Suchmaschine weiß nicht, dass wir gerade nicht an Produkten interessiert sind, wie die meisten anderen Suchenden, die nach diesem Begriff gesucht haben. Außerdem ist direkte und indirekte Produktwerbung ja gerade das Geschäftsmodell von Suchmaschinen. Demgegenüber stehen spezialisierte Suchmaschinen, die auf einen spezifischen Zweck zugeschnitten sind. Für die Meinungsbildung über kontroverse Themen gibt es zum Beispiel die Suchmaschine ARX, die Argumente zu allen möglichen gesellschaftlichen und anderen Themen sammelt,
die Gegenstand von Diskussionen sind. ARGs liefert als Suchergebnis Argumente, die das für oder wider des eingegebenen Themas diskutieren. Ihre Aufgabe ist, einen Aufsatz zum Thema Videoüberwachung zu verfassen. Hier ist es recht offensichtlich, wie eine Suchmaschine helfen kann. Zunächst wird man nach dem Thema suchen, um mehr darüber zu erfahren. Ihre Aufgabe ist, für ein gegebenes Bild weitere gleicher Art zu finden. Alternativ kann die Aufgabe auch sein, herauszufinden, worum es sich bei dem Bild handelt. Suchende können oft nicht exakt umschreiben, wonach sie suchen, beziehungsweise die Beschreibung des Gesuchten würde sehr viel Text in Anspruch nehmen. Leichter ist es, stattdessen Beispiele für das Gesuchte zu beschaffen. Diese Form der Suche heißt Query by Example. Bildersuchmaschinen nehmen statt eines Textes das Bild als Anfrage und suchen nach allen Vorkommen des Bildes im Web oder in einer vorhandenen Kollektion von Bildern. Das Ergebnis von Googles Bildersuchmaschine fügt automatisch die Query New York City hinzu und findet darüber hinaus andere Bilder, die denselben Wolkenkratzer zeigen. Dass es sich um das Empire State Building handelt, wird auf dieser Suchergebnisseite allerdings nicht klar. Alternativ kommt es auch vor, dass man für einen gegebenen Text andere Texte gleicher Art sucht, zum Beispiel, um zu prüfen, ob ein Text anderswo wiederverwendet bzw. plagiiert wurde. Eine auf das Retrieval von Textwiederverwendung spezialisierte Suchmaschine ist PikaPika. PikaPika indiziert die Wikipedia und liefert, wenn man den Mars-Artikel als Sucheingabe verwendet, eine Liste von Passagen, in denen Teile des Mars-Artikels in anderen Wikipedia-Artikeln wiederverwendet wurden. Links ist eine Passage des eingegebenen Mars-Artikels zu sehen und rechts daneben eine Passage eines thematisch verwandten Artikels, Geography of Mars. Die beiden Texte sind nahezu identisch. Eine interessante Einsicht ist, dass die Wikipedia sich selbst wiederverwendet. Dabei handelt es sich nicht um ein Plagiat, sondern um eine legitime Wiederverwendung von Text, um mehr Homogenität in der Enzyklopädie zu erzeugen. Eine weitere Situation, in der man statt einer Anfrage eher einen Text als Beispiel für das Gesuchte einreichen möchte, ist die Suche nach verwandter Forschung. Hier geht es nicht darum, exakte Wiederverwendungen eines Textes zu entdecken, sondern vielmehr darum, Papiere zu identifizieren, die thematisch ähnlich zu einem oder mehreren gegebenen Papieren sind. Für das gezeigte Papier möchten wir gern alle verwandten Artikel ausfindig machen. Mit Stichwortanfragen wäre dies eine aufwendige Recherche, aber die Stichwörter stehen ja alle schon im Artikel drin und können genauso gut direkt von der Suchmaschine ausgewählt werden. Akademische Suchmaschinen wie Google Scholar, Microsoft Academic und Semantic Scholar bieten eine darauf spezialisierte Suchfunktion, die Related Articles genannt wird. Ein Klick auf den entsprechenden Link fördert alle verwandten Arbeiten zutage, die eine große thematische Überlappung mit dem gesuchten Artikel aufweisen. Das gezeigte Beispiel selbst ist noch eine vierte Situation, in der ein Beispiel als Anfrage dient. Beim Query by Humming ist die Prämisse, dass Suchende oft den Titel und Interpreten eines Musikstücks nicht kennen, wohl aber die Melodie. Durch Vorsummen soll eine spezialisierte Suchmaschine dann das passende Musikstück ausfindig machen. Während des Schreibens, gerade wenn man in einer fremden Sprache schreibt, bemerkt man häufig, dass man nicht so flüssig formulieren kann wie ein Muttersprachler. Man sucht nach geläufigen Formulierungen. Ihre Aufgabe ist, herauszufinden, welche Wörter am geläufigsten anstelle des Fragezeichens in der Phrase how to, Fragezeichen, this, verwendet werden. Wie kann Ihnen eine Suchmaschine dabei helfen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Die Nutzer und Nutzerinnen von Websuchmaschinen missbrauchen diese, um Ziele zu erreichen, für die die Suchmaschine ursprünglich nicht gedacht war. Neben dem Suchoperator für Phrasen, den Anführungszeichen, bietet Google auch einen Operator Stern an, der als Wildcard in einer Anfrage platziert werden kann. Der Stern wird mit einer beliebigen Wortfolge im Suchergebnis ersetzt. Das gezeigte Suchergebnis von Google ermöglicht damit einen ungefähren Überblick über das, was andere Leute anstelle des Fragezeichens bzw. hier des Sterns in unserer Ausgangsanfrage schreiben würden.
Die Ergebnisse sind fett gedruckt, in den Vorschau-Snippets der Suchergebnisse leicht zu sehen. How to do this, dreimal how to answer this und einmal how to use this, sowie ein irrelevantes Ergebnis, how to work from home.this. Es ist keine Information über die Geläufigkeit der jeweiligen Phrasen vorhanden, allerdings mag der oder die Suchende hier annehmen, dass hochgerankte Dokumente eher häufig verwendete geläufige Phrasen enthalten als ungeläufige. Google und andere Websuchmaschinen sind für diese Art der Anfrage jedoch denkbar ungeeignet. Nur wenige Suchergebnisse passen auf die erste Seite, sodass auch nur wenige mögliche Antworten zutage gefördert werden. Auch für diese Art der Anfrage gibt es eine spezialisierte Suchmaschine, NetSpeak. Hier können ebenfalls Wildcards in Suchanfragen eingegeben werden. NetSpeak beantwortet diese Art der Anfrage dann mit einer Liste aller möglichen Ersetzungen nebst ihrer absoluten und relativen Häufigkeit, die in einem großen Webcrawl gemessen wurden. Es gibt zahlreiche weitere mögliche geläufige Ersetzungen für das Fragezeichen, unter denen der oder die Suchende nun wählen kann.